Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich lecker aussehenden Hähnchensteaks und dazu den schnellsten Nudelsalat der Welt. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen unser heutiges Video mit 4 ausgelösten Hähnchenkeulen, Pollo Fino oder wie der Rheinländer sagt, Bollo Fino. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video gelauncht für Schweinesteaks Ida Oberstein Style, wo diese in Zwiebeln mariniert werden, und heute adaptieren wir diese grundsätzliche Idee mit Hähnchensteaks. Das heißt, wir benötigen 2 große Metzgerzwiebeln, die halbieren wir und schneiden die danach in mehr oder weniger feine Ringe. Das muss jetzt nicht besonders filigran sein, wichtig ist nur, dass wir eine ordentliche Menge Zwiebeln vorbereiten. Für alle, die Lust haben, dieses Rezept einmal nachzukochen, die genaue Mengenangabe gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den ein oder anderen sinnvollen Link, zum Beispiel zu den Gewürzen, die ich benutze, oder zu meinem Buch. Barbecue The American Way ist noch verfügbar, das erste Buch ist leider ausverkauft, aber manchmal habt ihr Glück und findet unter dem Link vielleicht noch ein gebrauchtes Exemplar bei Amazon. Zwiebeln kommen nun in eine große Schüssel und wir würzen diese mit Salz, Pfeffer, Majoran und Thymian sowie Lorbeerblättern. Jetzt wird das richtig durchgeknetet, und zwar richtig feste, richtig ordentlich durchdrücken, bis der Saft der Zwiebeln entweicht. Jetzt schichten wir unsere Hähnchensteaks und die Zwiebeln in einer kleinen Glasschüssel. Wir beginnen zunächst mit einer Lage Zwiebeln und geben dann abwechselnd die Hähnchensteaks, Zwiebeln, Hähnchensteaks, Zwiebeln und so weiter, bis alle 4 ausgelösten Hähnchensteaks komplett mit den Zwiebeln bedeckt sind. Diese Technik hat schon bereits bei den Schweinenackensteaks für ein sehr, sehr gutes Zwiebelaroma im Fleisch gesorgt, und ich kann euch so viel vorweg sagen, das passiert hier mit den Hähnchensteaks auch. Das Ergebnis ist richtig, richtig beeindruckend. Jetzt wandert das abgedeckt in den Kühlschrank mindestens 24 Stunden. Am nächsten Tag kümmern wir uns dann um den Grill. Wir haben den Kamado Joe vorbereitet. Wir machen direkte und indirekte Hitze, lassen aber erst einmal die Kohle vorglühen. Kommen wir nun zum schnellsten Nudelsalat der Welt. Hierfür brauchen wir 250 Gramm gekochte Nudeln und 2 Pakete Geflügelsalat aus dem Supermarkt eures Vertrauens. Nicht falsch verstehen, ich habe sehr, sehr viele Rezepte sowohl für Kartoffel als auch für Nudelsalat. Hier möchte ich einfach zeigen, dass manchmal die schnelle Nummer auch durchaus eine Daseinsberechtigung hat. Würzen das Ganze noch eben mit Salz, Pfeffer und etwas Essig nach und lassen das dann ziehen. Unsere Steaks sind nun richtig schön durchgezogen und haben ein unglaublich tolles Aroma, sowohl von den Zwiebeln, nicht zuletzt aber auch durch die Kräuter und die Lorbeerblätter. Ich streife jetzt die Zwiebeln grob ab. Wer möchte, kann diese separat in einer Pfanne noch kross anbraten und dazu reichen. Das ist immer eine sehr gute Option. Den Grill bereiten wir auf hohe direkte und indirekte Hitze vor. Ein Deflektor, eben kurz aufheizen lassen, abbürsten. Und dann grillen wir die Steaks mit der Hautseite nach unten über hoher direkter Hitze an. Hier muss man etwas vorsichtig sein. Das Ganze soll natürlich nicht verbrennen, also zwischendurch immer schön ein Auge darauf werfen. Und dann so 6 bis 7 Minuten von jeder Seite grillen. Die Steaks brauchen insgesamt etwas länger, um gar zu werden, deshalb auf den indirekten Teil zurückwerfen, den zweiten Schwung drauf. Herrlich! Die werden richtig schön knusprig und bleiben trotzdem unglaublich saftig. Dieses Teilstück ist wirklich unschlagbar. Ich bin dazu übergegangen, mir die im Übrigen beim Metzger so zu bestellen. Dann habe ich die Arbeit nicht selber. Funktioniert hervorragend. Jetzt wandern die Steaks auf den indirekten Teil. Wir schließen den Deckel und lassen sie gar ziehen, bis wir eine Kerntemperatur von 75 Grad haben. Und dann können wir das Ganze aufschneiden. Und ich muss euch sagen, es ist einfach nur toll. Es ist so lecker, es ist saftig, es ist knusprig. Wir servieren das Ganze natürlich mit unserem schnellen Nudelsalat. Für mich eine unglaublich gelungene Kombination. Ich werde das Ganze natürlich jetzt auch probieren. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hatte ja vor kurzem auch ein Video zu Pollo Fino mit Honig-Senf-Soße. Das geht in eine ähnliche Richtung. Es muss nicht immer mit Soße lackiert sein. Das funktioniert so auch wirklich hervorragend.
Ich finde es sehr, sehr lecker. Wie gesagt, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre das cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr und ich habe noch jede Menge Videos am Start. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.